Hallo am Montagmorgen. Viertel nach sieben, gerade meinen Dreieckset zusammengeschoben. Der war noch von letzter Woche. Quasi einen Meter ausgezogen. Dachte, weil ich heute Morgen gleich den Long Reach in Imsweiler hole, aber der bleibt da noch mindestens zwei, drei Wochen stehen. Heute Morgen fahre ich nach Kaiserslautern, Fahrgelände. Lade dort Planierraube, die 726, die dort steht, und die geht wieder raus nach Worms auf die Ecke. Quasi da, wo ich letztes Jahr schon mal war, wo wir alles hingefahren hatten, und dann wieder alles weg, weil wir nichts machen konnten. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Es könnte auch sein, dass das dieses Jahr wieder so läuft, weil das Grundwasser ist, also so, wenn du so 60, 80 Zentimeter gräbst, und dann bist du auf dem Grundwasser. Ja, ich weiß nicht, ob wie, was, wo, und keine Ahnung. So das Gefühl, dass irgendwas mit dem Anfahren, irgendwas mit der Kupplung stimmt nicht. Der kommt, stehst auf dem Gas, stehst recht lange drauf, und dann kommt nichts, und irgendwann, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, fühlt sich aber komisch an. Scheint doch alles zu ruhen. Gucken wir mal. Morgen ist schon so spendabel, will ich fast sagen. Straßenschild dahin gemacht, ja. Ja, hier fahren so viele PKWs durch. Anliegerwies Baustelle frei. Ein Kollege hinter dran wird auch durchfahren, denke ich. Gut, was ihr dabei hier arbeitet. Oh, komme ich da hin überhaupt noch hoch? Oh ja, müsste reichen. Was hat der denn da gemacht? Was habt ihr denn da gemacht? Oh.
Küche kommt schon gut. Ich werde rückwärts raus müssen, denke ich. Ha? Kann ich da drehen noch? Kann ich da drehen? Durch die Stelle. Ja, die Bagger ist so bescheiden, ne? Jetzt hinplack. Der Bus hier können ein bisschen auf die Seite stellen, hätte man können hier auf der Seite laden. Ne? Guck mal, ob der Bus hier offen ist, dann fahre ich den Bus hier daneben rein. So. Action. So, hier kommt dann noch eine durch, ne? Das passt wunderbar. So, ich häng dann ab, fahr hier neben rein. Kannst du nicht lernen. Glaube ich, der Acker, da haben wir schon angefangen abzuschieben. Kann mich da täuschen, vielleicht war das der Acker. Nee, ich meine, da hinten der was. Hm?
Moin, richtig. So, ich habe gerade laut gedacht. Da ist hier raus und gleich hier vorne ehemaliges Kalksteinwerk. Und wieder rechts raus. Da fährst du hinauf. Ist das der Weg? Ich weiß nicht, ob der Weg ist. Nee, der Weg ist es nicht. Der nächste Weg ist es. Fahrzeug abbiegt, also sollte da wohl auch fahren können. Nicht wirklich was, ne? Das ist das Problem hier. Was dir da entgegenkommt, ob was entgegenkommt. Siehst du erst ab hier, das Auto fährt noch, das ist gut. Oder Sandwerke. Bauschuttdeponien sind ja auch ein oder zwei. Eine meine ich, aber ich meine, die wäre ganz hinten, wenn du ganz durchfährst, den Weg hier. Ich kann mich täuschen. Schon Jahre her, als ich das letzte Mal hier war. War auch ganz viele, war auch, glaube ich, ein Steinbruch früher. Glaube ich. Okay. Also hier vorne war mal das Tor zu. Wenn was kommt, kommt es von vorne. Sag ich doch. Komm nur weiter, es passt schon. Hier schon der Weg runter, gell? Ja. Gut. Danke. Das Auto hinten dran, ich glaube nicht. Ne? So, ich muss jetzt hier wieder rückwärts hoch. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, dass ich hier vorwärts der Weg runterkomme. Alles ein bisschen blöd, ich weiß. So, wo ist die Dame? Da überhaupt nicht, die steht noch. Gut. Also, ich könnte mal ausgucken. Rumpfer. Alles klar. Thank you.
danke. Danke. So, da hin muss ich wieder hin. Gucken, also Wiese fahren ist nicht wirklich sinnvoll. Wie gesagt, da ist Grundwasser steht hier sehr hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich rumfahren soll oder nicht, aber ich kann da vorne eh nicht drehen. Bleib hier stehen, häng wieder ab, fahr hier rückwärts rein und dann soll ich ganz vorfahren. Weil über die Brücke da vorne darf ich nicht. Oh, bleib hier stehen, lad hier ab. Geht nicht anders. Der erste Bauer war auch schon da. Ja. Ich verstehe ja, worum es geht, ja, aber es ist halt. Es wird nicht ganz ohne Flurschäden über die Bühne gehen hier. Ist leider so. Ich stelle mein Auto in die Halle, dann nehme ich meinen Vierachser. Fahre nach Sembach laden. Auto Sander, der so, keine Ahnung. Und das, dann fahre ich an die Pfaff nach Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob ich das weitermache dann. Gehe mal davon aus, dass ich das dann weiterfahren werde. Oh, jetzt gehe ich erstmal in Parkposition. Natürlich war der Tank leer. Erst noch getankt. Wir gucken die in die Spiegel, sagen wir. Dass die da was sehen. Ja, jetzt wie gesagt fahre ich nach Lautern an die Pfaff, beziehungsweise erst Sembach laden und dann Lautern an die Pfaff. Und dann gucke ich mal. Morgen. Ich bin wieder im Vierachser unterwegs, wieder ein anderer mit Cams. Leider nicht viel Ausrüstung dabei, Filmausrüstung. Nur die Kamera und Stativ. Heute Morgen fahre ich Sembach laden. Und fahr Neustadt Hambach die Baustelle. Da rollen alle Vierachser. Schauen wir mal. Danke. Danke. So, da
machen, hier muss ich nicht raus, ich muss hier nur drehen, ich muss rückwärts hochfahren. Ich hab die Kamera in der Hand. Voller Fahr. Macht doch richtig Laune, oder? Sorry, dass ich, wie gesagt, dass ich die Kamera in der Hand halten muss. So, muss jetzt hier, muss ich rechts rein. Ja, das wird so nix. Das wird so nix. Moment, ich muss mal die Kamera weglegen. Ich war zu spät, ich hab's gemerkt. Ja, ich weiß. Okay. Ja, war mein Fehler. Ich muss hier ganz nah an die Mauer dran vorne. Ja. War mein Fehler. War zu spät auf der rechten Seite. Alter, die lassen sich aber scheiße rückwärts fahren, ganz, ganz ehrlich. Gebt schon ein bisschen zu viel Gas, macht einen Satz. So, jetzt hat er aber verloren. Thank you.
Backen. Hat meine letzte Tour von gestern Abend leer gemacht. War heute wieder den ganzen Tag, wahrscheinlich den ganzen Tag am Bach. Was an Material dabei. Ich habe auch ein Ladegerät dabei. Ja. Was ich nicht dabei habe, ist meine Sonnenbrille. Ja, egal. Alles gut. Gucken, dass ich heute ein bisschen mehr filmen kann. Leider habe ich natürlich wieder die Halterung für die Kamera, wo ich hinten dran mache, habe ich natürlich wieder nicht dabei. Ich hoffe, das ist so auch okay. Ich hoffe, man erkennt sowas. Ich hoffe, man versteht mich. Schwarzherein, Neustadt, Hambach. Hambach, genau, vom Hambacher Schloss. Ans Hambacher Schloss komme ich leider nicht, aber ich komme relativ nah dran. Da vorne, weiß ich nicht, ob man es erkennt, wahrscheinlich sieht man gar nichts. Jetzt in die Kamera drehen. Aber da auf dem Berg da oben ist es Hambacher Schloss. Deutsche Geschichte ist hier entstanden. Ich hoffe, kann man das sehen da auf dem Berg? Ich glaube eher nicht. Egal, kann ich später vielleicht mal zeigen. Ich habe jetzt die Kamera an der Scheibenseite. Seitenscheibe. Die Ortszufahrt quasi filmen. Wie gesagt, ich hoffe, man kann was erkennen, dass man nicht nur hier die Säule sieht. So, wenn wir wieder mit vier Fahrzeugen fahren, heißt das, da stehen noch mindestens einer steht noch. Also werde ich noch ein bisschen warten müssen. Wenn so viele Autos kommen, reicht das? Hoffe doch. Danke. Ich hoffe doch. So. Mein Kollege war mit dem Tieflader oben. Allergrößten Respekt. Hier links geht übrigens hoch ans Schloss. Ja, nochmal, mein Kollege war mit dem Tieflader oben direkt an der Baustelle. Ja, wie gesagt, allergrößten Respekt. Wenn ich den Bagger holen sollte, ich werde hier irgendwo laden.
Der Bagger hat Gummiketten und ich werde mir das nicht antun, dass ich da mich dadurch die ganzen parkenden Fahrzeuge quäle oder so. Ja, alles gut. Der Fahrer hat ein bisschen mitgeholfen, er hat ein bisschen mitgelenkt, ohne wäre es auch gar nicht möglich, denke ich. So. Hier links und fahre dann rückwärts in Richtung Baustelle hoch. Normal hätten wir müssen außen rumfahren, weil das hier ist Einbahnstraße. Aber da oben passen wir nicht durch. Das wird gleich so eine Straße, so wie hier. Das hier ist übrigens die Deutsche Weinstraße. Auf der anderen Seite die Kamera dran bringen. Weil hier auf der linken Seite geht es ja. Reifen drehen durch. Das ist immer eine Katastrophe. Beim Rückwärtsfahren mit den Karre. Okay, irgendeiner hat doch Recycling dabei gehabt. Der Absatz hier rechts. So, ich sehe ihn nicht. So, machen wir das Dach auf. Der Fahrer schreit. So. So. 20 vor 6 haben wir es schon wieder. Ich war wieder am Helfen. Sorry, ich hab heute Mittag habe ich hab mir extra gedacht, komm, nimmst ein paar verschiedene Halterungen mit. Hab natürlich die wichtigsten Teile vergessen davon.
Woche war mit Sicherheit keine meiner schönsten Folgen. Aber gehört halt leider auch mal ab und zu dazu, dass ich Kieber fahre. Ich denke, morgen werde ich Tieflader fahren. Ich weiß es noch nicht zu 100%. Ich gehe einfach davon aus, weil ich jetzt schon ab heute wie viel Anrufe bekommen, ob ich, wann ich komme mit dem Bagger, mit dem Traktor, mit dem weiß nicht was. Ja, und ich habe gesagt, ich komme heute nicht, ich bin am Kieber fahren. Warten alle drauf quasi. Ja. Wie gesagt. Ich könnte mich selbst beißen in den Allerwertesten, weil ich den Kram hier vergessen habe. Ich gelobe Besserung. Warum geht jetzt die Lenksperre nicht raus? Am Fahren und die Lenksperre geht nicht raus. Ups, ich habe das Schild berührt. Naja, ich mache Schluss für diese Folge, es ist Mittwochabend. Sorry nochmal dafür, dass das alles nicht so lief. Mit dem Aufnehmen. Nächste Folge, also Freitag, bin ich definitiv am Tieflader fahren. Freitag hole ich eine Schmalspur-Dampflok. Da oben bei Wetzlar. Wobei, die Kollegen wollten Gleise bringen, die habe ich jetzt auch noch keine gesehen. Aber die Bahn fährt dann auf der Gleise quasi hoch. Aber weiß ich auch nicht, wie das ist. Vermutlich habe ich einen Beifahrer. Gehe ich jetzt aus oder gehe ich jetzt nicht raus? Geht wieder nicht raus. Der 3 Meter Abstand haben. Aber dann maulen, ah, Stein, und vorbei, Gott, und vorbei. Ohne Worte. Wenn dann ein Krümel runterfällt, ah, Stein. Die allerbesten. Sorry. Oh, also. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Die nächste Folge wird hoffentlich besser.